Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Nicola Dovedan erzielte das Tor des Tages gegen Dresden. Urheberrecht Imago, 2. Februar 2019, 14.53 Uhr, Heidenheim, der 1. FC Heidenheim baut seine Serie gegen Dresden weiter aus. Nicola Dovedan avanciert zum Mann des Tages. Der 1. FC Heidenheim mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga weiter munter mit. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann ihr Heimspiel am 20. Spieltag gegen Dynamo Dresden mit 1:0 und schob sich mit nun 34 Punkten vorerst auf den 4. Tabellenplatz vor Union Berlin, 3. davor und der FC St. Pauli, 5. Dahinter sind punktgleich, können aber am Montag im direkten Duell nachziehen. Service-Tabelle der 2. Bundesliga, Anzeige, jetzt das neue Trikot vom 1. FC Heidenheim oder Dynamo Dresden holen. Hier geht's zum Shop. Dovedan mit dem Tor des Tages. Nicola Dovedan, 35. sorgte mit seinem 6. Saisontor dafür, dass der FCH auch im 6. Spiel in Folge ungeschlagen blieb. Dynamo steckt nach seiner 9. Saisonniederlage hingegen im Tabellenmittelfeld fest. Aus den vergangenen 6 Spielen holte die Mannschaft von Trainer Mike Walpurgis nur einen Dreier. Die 11.200 Zuschauer in der Voith Arena sahen eine ruhige Anfangsphase, in denen es beiden Teams an Tempo fehlte. Erst als der Heidenheimer Manon Busch über die rechte Seite einen Sprint anzog und den Ball von der Grundlinie zu Dovedan flankte, ging es einmal schnell. Der Österreicher blieb im 16er cool und vollendete. Nach der Pause setzten die Gastgeber auf Konter. Dynamo hatte noch Chancen, blieb insgesamt aber zu ungefährlich.